Jetzt sollte man mich aber hören. Da kommt noch der Würfel reingeflogen. Ja, irgendwie hat mein Rechner das Mikrofon nicht mehr erkannt. Deshalb machen wir hier, Azrael, vielen Dank dafür, dass du uns unterstützt und diese Streams überhaupt möglich machst. Und damit einen wunderschönen guten Abend hier bei Lurch und Lama. Heute geht es wieder um Pathfinder, deshalb bin ich zu sehen und deshalb möchte ich mich auch daneben bei Paizo für dieses tolle Spiel und bei Ulysses für die tolle Übersetzung bedanken. Gerade Ulysses macht in letzter Zeit wirklich gute Arbeit, weil die übersetzen nahezu alles und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Also da wird tatsächlich schon einiges geleistet. Wir kommen auf das andere Streamformat mit Pathfinder zu sprechen, was hier auf dem Kanal läuft, und das ist Blutige Segel. Also ich muss sagen, ich habe die Folge von gestern noch nicht komplett schauen können. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir extrem gut gefallen. Die neue Dynamik, auf dem Schiff unterwegs sein, die Charaktere, das passt alles sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wohin es weitergeht. Wie sieht's bei euch aus? Schaut ihr es? Gefällt es euch? Ich gehe einfach davon aus, dass ihr es schaut. Und ich gehe auch davon aus, dass euch es gefällt. Haben wir im Chat irgendwas? Nein, wir haben im Chat nichts. Vielleicht gleich. Ich frage ja immer, wie es mit den nächsten Streams aussieht. Der nächste Stream für den September soll sich um Kategorien drehen. Was sind Kategorien? Wie funktionieren die? Wofür sind die überhaupt da? Was gibt es für Kategorien? Da muss ich ein bisschen was zusammenstellen. Und dann ist die Frage, was danach kommt. Ein was schon öfter angefragt wurde, war alles mit den Remaster-Regeln. Da möchte ich euch auf Montag verweisen. Ja, schon kommenden Montag werden wir hier auf dem Kanal den Ulrich Alexander Schmidt zu Gast haben, den Redakteur für Pathfinder bei Ulysses. Und das Lama und ich werden mit ihm über die neuen Remaster-Regeln reden. Wer sich dafür interessiert, sollte unbedingt einschalten. Natürlich könnt ihr dann auch wieder Fragen stellen. Wir werden versuchen, das möglichst zeitnah zu beantworten. Wenn ihr hier schaut und nicht bei Paizo, dann heißt das, dass ihr euch mehr für deutsche Streams interessiert. Bei Paizo laufen momentan die Streams zur GenCon. Auch da bin ich noch nicht dazu gekommen, was ich mitbekommen habe. Was mich nur nebenbei interessiert, ist, dass es eine neue Edition von Starfinder geben soll. Starfinder 2. Edition, die voll kompatibel zu Pathfinder sein soll. Es ist irgendwas gemunkelt worden von einem neuen Abenteuerpfad oder Abenteuer, wo ein Gott, mehrere Götter sterben sollen und neue Götter erscheinen sollen. Und ab September soll es auch einen neuen Playtest geben, das, was die bei jeder GenCon ankündigen, für das Regelbuch, was nächstes Jahr kommt. Bin ich gespannt. Ich muss gucken, dass ich vielleicht am Wochenende ein bisschen was von dem Stream übersetzen kann. Ob das klappt, weiß ich noch nicht, kann ich nicht versprechen. Ich werde mein Möglichstes tun. Ansonsten haben wir jetzt nicht so viel zu fragen. Da möchte ich tatsächlich jetzt nochmal auf unseren Discord verweisen. Der Link kam eben, dass ihr da mal noch mehr Themen anbringen könnt. Momentan haben wir nur die beiden Vorschläge. Ich werde im Pathfinder-Bereich dann auch nochmal was aufmachen, damit ein paar mehr Vorschläge kommen können. Zum einen haben wir die Klassen Erfinder und Schütze und zum anderen haben wir die Geschichte weiter. Also im Prinzip das im Anschluss, was ich heute mache. Und dann gibt es einen kleinen Rückblick auf die letzten Geschichten. Wobei ich sagen muss, der zweite Teil ist irgendwie verloren gegangen. Den muss ich nochmal nachdrehen und muss ich auch gucken, wie es passt. Was haben wir bisher über die Geschichte von Galadriel gelernt? Im Zeitalter der Schöpfung kam zuerst Pharasma und dann die anderen Götter. Das Multiversum, also mit der materiellen Ebene, mit den ganzen Ebenen drumrum und den äußeren Ebenen, Äther und so weiter, wurde entstand. Und dann
hat irgendwann Rovagok, der chaotisch böse Gott der Zerstörung, versucht, alles zu zerstören, wie das nun mal so bei einem Zerstörergott ist. Und der wurde eingespart, und zwar in Golarion. Im Planeten innen drin wurde er eingespart, sodass er nicht mehr rauskam. Dann kam das Zeitalter der Schlangen. Da haben sich die Schlangenmenschen auf das Schlangenvolk auf Golarion ausgebreitet. Es gab ein sehr großes Imperium, was ziemlich viel der Fläche eingenommen hat. Und in diesem Zeitalter der Schlangen tauchten auch die Elfen auf, kamen von einem anderen Planeten, Castrovel, und haben sich da ein bisschen auf Golarion ausgebreitet. Danach kam das Zeitalter der Legenden. Da wurde sowohl Asland, da fehlt ein N, sowohl Asland als auch Tassilon gegründet. Zuerst Asland aus ehemaligen Sklaven der Al'Goluth, der Unterwasser super intelligenten Wesen, und Auswanderer aus Asland, allen voran Xin, haben dann Tassilon gegründet auf dem Kontinent Avistan. Die Elfen haben angefangen, ihre Elfentore zu bauen, die Ayudara. Und so hat sich langsam mehr Zivilisation gebildet. Und da die Al'Goluth das irgendwie doof fanden, dass die Menschen von Asland sich versucht haben, über sie zu erheben, haben sie mal eben einen vorbeiziehenden Planeten auf Golarion gezogen. Und dann kam es zum sogenannten Erdenfall, der Asland vernichtet hat und die ganze Geografie von Golarion verändert hat. Ab dann haben wir tatsächlich auch Zeitrechnung. Also wir haben dann das Zeitalter der Dunkelheit, das von 5293 bis 4295 vor der Gründung von Absalom, aka Absalom-Kalender, ging. Und in dieser Zeit gab es primär 1000 Jahre Dunkelheit, die sich langsam wieder verbesserte. Die Menschheit erholte sich so ein bisschen. Was passiert ist, der böse Gott Son Kuthon hat das Land Nidal beschützt. Das heißt, die waren zwar auch von der Dunkelheit ein bisschen betroffen, aber nicht von der ganzen Zerstörung. Die konnten sich in dieser Zeit schon weiterentwickeln und waren auch von vielem dem, was kaputt gemacht wurde, verschont. Da hat sich die Zivilisation also einfach ein Stück weit weiterentwickelt. Die Elfen fanden es doof, dass es so dunkel war, und haben Golarion dann wieder verlassen, größtenteils. Ein paar haben sich in die Finsterlande zurückgezogen. Aber die meisten sind über die Tore wieder nach Castrovel zurückgegangen. Was in dieser Zeit auch passierte, ein Raumschiff, ein außerirdisches, stürzte auf das Land Numeria. Zerbrach schon in der Atmosphäre, und ein großer Teil fiel halt in ein Gebiet, aber verschiedene andere Stücke in andere Gebiete. Und die Zwerge und die Orks tauchten aus den Finsterlanden auf. Die Zwerge haben die sogenannte Himmelsqueste begonnen. Da hat ein König gesagt, hier, mir wurde gesagt von dem Gott Torak, ich soll hier raus, und wollte halt an die Oberfläche. Und dabei haben sie die Orks vor sich hergetrieben. Danach gab es das Zeitalter des Zorns. Das ging von 4294 vor Absalom bis 3470 vor Gründung Absalom. Die Wolke, die sich durch den Erdenfall gebildet hatte, hat sich langsam verzogen. Die Sonne kam wieder. Zu dieser Zeit kamen auch die Gnome aus der ersten Welt, sind dort vor irgendwas geflohen. Weshalb, was, weiß man heutzutage nicht mehr so genau. Dann entstand das erste menschliche Imperium nach dem Erdenfall, und zwar das Chistka-Imperium. Da hat einer Relikte aus Asland gefunden und konnte damit ein Imperium gründen, das ja schon ein Stück weit fortschrittlicher war. Dann hat Sarenrae einen Boten nach Gormus geschickt, und der wurde ermordet. Sie wurde ein bisschen sauer, hat mit ihrem Schwert zugehauen. Dadurch entstand die Grube von Gormus, da wo früher die Stadt war, und daraus kam die Brut von Rovagok, ein Kaiju, ein riesiges Monster,
Und das hat ziemlich lange gewütet, bis es schließlich besiegt wurde. Und was auch passierte, im Mangi-Becken hat Altmagier Jatembe die Magie zurückgebracht. Jiska Imperium konnte noch ein bisschen von der aslantischen Magie nutzen, aber alles, was ansonsten auf Golarion war, hat keine Magie nutzen können, weil es war einfach nicht bekannt. Guten Namen Alirion. Und damit kommen wir zum Thema des heutigen Abends, das Zeitalter des Schicksals. Und das geht von 3470 vor Absalom bis 1 vor Absalom. Schon mal einen kleinen Hinweis. Wird das nächste Mal interessanter. Es gibt kein Jahr 0 in Golarion. Es gibt nur 1 vor Absalom und 1 nach Absalom. Das Jahr 0 gibt es einfach nicht. Das ist wichtig zu wissen. Im Jahr 3470 vor Absalom hat der Pharao Asgard Osirion gegründet. Und zwar hat er zusammen mit dem Gott Nethys die Brut von Rovagok, von der ich eben gesprochen habe, besiegt. Und hat einige Stämme vereint und hat dann Sothis, die Hauptstadt von Osirions, gegründet, um von dort sein ganzes Reich zu bauen. Und das hat er getan. In Sothis kann man das heutzutage immer noch sehen. Diese Brut von Rovagok, wie gesagt, riesiges Kaiju-Monster, die Hülle liegt da immer noch. Und daraus hat er sein Imperium gegründet und hat sich immer weiter ausgebreitet. Ich hatte davon gesprochen, dass die Orks, dass die Zwerge die Orks vor sich her geschoben haben, gejagt haben, und die Orks haben dann auf der Oberfläche im heutigen Belxen sich ausgebreitet, haben da sehr großen Boden auch gewonnen. Das war hauptsächlich zu verdanken einem Kriegsherrn, Belxen, und dieser Kriegsherr ist irgendwann gestorben, und dann gab es viele Bürgerkriege unter den Stämmen der Orks, und das Territorium ist dann immer weiter zurückgeschrumpft, bis es das heutige Belxen nur noch umfasst. Das Jiska-Imperium, was ich eben erwähnt habe, das floriert. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen thematisch zusammengefasst. Wir springen ein bisschen in der Zeit. Es fällt aber nicht weiter auf, weil es wirklich um die verschiedenen Themen geht. Also das Jiska-Imperium. Wir schauen uns auch gleich eine Karte an, wo das war. Das wächst immer weiter. Es gibt da eine hängende Stadt Teskra, die im Jahr 3429 vor Absalom vollendet wurde. Der Imperantike Rakindos, der Herrscher des Jiska-Imperiums, der stirbt unter mysteriösen Umständen im Jahr 3428 vor Absalom. Und im Jahr 3388, also das sind jetzt mal 40 Jahre, verlassen die Bewohner die hängenden Stadt Teskra schon wieder. Und die Bewohner verschwinden komplett. Was mit ihnen passiert ist, was mit der Stadt passiert ist, weiß man nicht genau. Und im Jahre 3300 vor Absalom wird das Jiska-Imperium auch schon wieder geschwächt. Die haben nicht mehr so gut handeln können, und aus der Wüste kamen immer wieder Angriffe von Nomaden und anderen. Und ja, dann konnten die nicht mehr weiter ausbreiten und mussten sich tatsächlich wieder zurückziehen. Man sieht hier das Jiska-Imperium, wie sich es ausgebreitet hat. Also, da ist die hängende Stadt Teskra. Das war also schon nicht klein. Und es soll mit der Geschichte weitergehen. Okay, das merke ich mir. Es war also schon nicht klein, hat einen guten Teil des nordwestlichen Galunds eingenommen. Wir gehen ein Stück weit nach Osten zu Osirion, das auch sich ausbreitete. Im Jahre 3412 passierten einige Dinge. Die Naga-Pharaonin folgte auf den ersten Pharao Asgard. Asgard
ließ aber noch einen Tempel zu Ehren Nephis bauen. Und damit beginnt auch offiziell das erste osirionische Zeitalter. Im Jahre 3250 vor Absalom entsteht im Westen von Osirion die Tekritanische Liga, also im Prinzip zwischen dem Jeskai-Imperium und Osirion entsteht diese Liga aus kleineren Stadtstaaten. Im Jahre 3170 vor Absalom wurde das Was-Zepter, das Zeichen der Herrscher Osirions, ist verschwunden. Keiner weiß, wo es hin ist. Alle Herrscher seitdem haben nur eine Replik des Was-Zepters genutzt. Im Jahre 3070 vor Absalom hat der Pharao der vergessenen Plagen den Dämon Zelishkar beschworen, um ihm bei militärischen Kampagnen zu helfen. Also man merkt schon, die Pharaonen waren irgendwann sehr darauf bedacht, ihre Macht zu erhalten und nicht wirklich nett. Das sieht man auch daran, dass im Jahre 3074 vor Absalom die Anhänger des Pharaos der vergessenen Plagen einen Ifrit aus Chiska gefangen genommen haben und haben ihn in einen Ghoul verwandelt und ihn mit der Nachtplage infiziert und wieder zurückgeschickt, sodass Chiska noch weiter geschwächt wurde. Was dadurch passiert ist, kommen wir gleich noch zu. Im Jahre 3047 vor Absalom hat die Pharaonin der Lieder den Pharao der vergessenen Plagen gestürzt und konnte dadurch nochmal ein bisschen was Gutes bringen. Und im Jahre 3000 vor Absalom hat Osirion dann den Zenit seiner Macht erreicht. Und zwar während der Herrschaft der Pharaonin der Lieder. Das war der Zeitpunkt, wo Osirion auch wirklich sich am weitesten ausgebreitet hatte. Dann beginnt der Abstieg im Jahre 2999 vor Absalom, weil die Pharaonin der Lieder von Chedriti dem Ersten ermordet würde, der auch dann ihren Platz einnimmt. Und dann kommen ganz viele selbstsüchtige Herrscher, die mehr daran interessiert waren, ihre Macht zu festigen und nicht so sehr das Land zu regieren. Dann hat man 2885 vor Absalom Chedriti den Fünften, der an die Macht kommt und der dann auch schon ein paar Jährchen später, also 19 Jahre später, 2866 vor Absalom, durch Mumien ermordet wird, weil er das Grab seiner Vorgänger schänden wollte. Er wollte das ausrauben, wollte da rein und das wurde von Mumien bewacht und das hat er dann nicht überlebt. Dann haben wir im Jahre 2764 vor Absalom, dass das Chiska-Imperium zerfällt. Also, wir hatten ja eben, ich gehe nochmal zurück, also so 3300 fängt es an, etwas nachzulassen, wird es schwächer. Wir haben hier 3064, wo das mit der Plage ist. Und das Imperium konnte sich dann tatsächlich noch 200, 300 Jahre halten. Ist immer nur langsam abgestürzt. Wie gesagt, das Problem war, dass die nicht mehr so handeln konnten, wie die wollten. Da war Osirion schlicht und einfach stärker. Und auch die Tekritanische Liga. Und sie wurden ständig aus der Wüste angegriffen. Das ist das, was im Norden von Garund passiert ist. In Zentralgarund haben wir im Jahre 3300, dass die Schwestern Kamar und Yaha einen Pakt mit die Mari-Djinn geschlossen haben. Die Mari-Djinn oder Dichi? Die Mari-Dichi ist ein lebender Baum, ein Ent sozusagen, sehr mächtig. Und sie haben einen Pakt mit ihm geschlossen und konnten sich von daher in seinem Schatten oder in seinem Schutz niederlassen. Im Jahre 2832 sind dann die größten Schüler der
magischen Zehnkrieger, ja Tempest, hergegangen und haben die Magambia im Mangibecken gegründet. Die haben sich gesagt, okay, wir sind jetzt, die Zehnkrieger haben sich weit ausgebreitet und haben Schüler auch aufgenommen und einige Schüler von denen haben dann gesagt, wir möchten unser Wissen weitergeben, wir möchten, dass es den Menschen nutzt, dass es der Gemeinschaft nutzt und haben daher die Akademie Magambia gegründet. Im Jahre 2556 vor Absalom hat einer der magischen Zehnkrieger Jotempes, der Schwarze Reiher, das Reich der Shori gegründet. Und das war etwas im Nordosten des Mangishun-Dschungels hat er Leute gesammelt und hat da angefangen zu sagen, ich möchte euch Gutes tun, ich möchte euch weiterhelfen und da wurde dann das Reich der Shori gegründet. Und wie das immer so ist, wenn es Leuten gut geht, kommen Leute, die das nicht gut finden, in diesem Fall im Jahr 2381. Sind die Anhänger von Rovagok und noch ein paar andere hergegangen und haben angefangen, Krieg gegen die Shori zu führen. Haben versucht, die zu unterdrücken. Und darauf haben dann die Shori reagiert, indem sie im Jahr 2323 die fliegende Stadt Ko gegründet haben. Sprich, die haben eine Stadt gebaut und haben diese komplette Stadt inklusive dem Grund, auf dem sie war, in die Luft gehoben. Das waren die Aeromancer und das gründete sich alles auf Lehren noch von Jotempe und so entstand die erste fliegende Stadt der Shori. Das hat denen natürlich einen riesengroßen Vorteil verschafft und dementsprechend beginnt auch im Jahr 2289 das goldene Zeitalter der Shori. Gehen wir über die Berge wieder nach Norden, nach wirklich Nordgarund, zurück zu Osirion. Da haben wir im Jahr 2370 wird der Kopesh-Spann gebaut. Kopesh-Spann ist eine riesige Brücke über einen großen Fluss, der dann Osirion mit Katapesh verbunden hat und da sehr viel mehr Handel ermöglichte. Im Jahr 2168 vor Absalom hat dann Anhebso der Neunte wurde Pharao und der hat dann tatsächlich fast 400 Jahre regiert. Magie macht's möglich, die haben dann etwas länger gelebt. Und im Jahr 1768 wurde Anhebso der Neunte, nee, das ist der Elfte, das ist gar nicht der Neunte, das ist der Elfte. Der wurde gestürzt. Und durch Kemosar den Ersten ersetzt. Und 11 Jahre später wurde Kemosar der Erste im Schlaf erwürgt und durch Sekhemib dem Ersten ersetzt. Und dann haben wir fast 100 Jahre später wird dann Hakotep der Erste Pharao, der dann nur 4 Jahre später anfängt, die Sklavengräben von Hakotep zu bauen. Also, es passiert in Osirion ziemlich viel. Der eine Pharao erwirkt den anderen, der nächste wird ermordet, dann wieder etwas und alle sehr selbstsüchtig, alle sehr darauf bedacht, ihre eigene Macht zu festigen und zu halten. Und das änderte sich dann als 1498 vor Absalom die 4 göttlichen Pharaonen das zweite Zeitalter des Reiches einläuteten. Die haben zusammen dann Osirion wieder ein Stück weit Stabilität und Stärke gegeben. Man sieht hier nochmal eine Karte, wie sich das Ganze ausbreitete. Also, das hier ist Katapesh, das hier ist... Ne, das ist alles Osirion. Das ist alles Osirion. Alt-Osirion, riesengroße Ausbreitung. Man sieht, Jeskai Imperium ist weg. Das war also
tatsächlich schon sehr viel, was dann passiert ist. Friendly Seal, jetzt mal live. Guten Abend zusammen. Hallo Seal, willkommen. Wir gehen jetzt mal ganz in den Norden nach Numeria. Da ist ja das Raumschiff abgestürzt. Und da, wir gehen in der Zeit auch wieder ein bisschen zurück. Im Jahr 3116 vor Absalom hat ein numerianischer Hauptling versucht, das Raumschiff zu erkunden. Und das ist nicht gut gegangen. Hat eine sehr große Explosion verursacht. Und das hat dafür gesorgt, dass die Keliden in Numeria angefangen haben, dass die Teile des Raumschiffs aus Angst zu vergraben. Also da gab es ein großes, große Angst, was da alles passieren könnte und große Aberglaube. Und dann hat man sich von dieser Technologie erstmal ferngehalten. Das ging viele, viele Jahre gut. Was dann noch passiert ist, im Jahre 1600 vor Absalom, haben Keliden und Druiden des grünen Glaubens Frostriesen in Sarkoris besiegt, da wo später einmal die Weltenwunde sein wird. Also da gab es dann auch wieder Kampfkrieg und die konnten sich aber durchsetzen. Jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Person, und zwar Aroden. Aroden ist noch einer der Aslanti. Also, er stammt aus Aslant, das ja beim Erdenfall untergegangen ist, lebte zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange, war also schon durch Magie, unsterblich will ich nicht sagen, aber sehr langlebig, sehr mächtig auch schon. Und der hat ganz Golarion bereist. Und im Jahre 1524 vor Absalom kam er nach Xopatl. Und zwar ist das auf dem auf Arkadien, auf dem Kontinent ganz im Westen von Golarion. Also über den großen Ozean drüber, da im Westen gibt es einen Kontinent Arkadien. Im Prinzip das, was unser Amerika ist. Und dort traf er auf Arasni, eine Frau, auch schon mächtig, die dort lebte. Und die haben zusammen im Jahr 1505 Xopatl gegen das Rassatlan-Imperium beschützt. Also da sollte ein Imperium von weiter Norden, wollte die angreifen und die haben mit ihrer Magie das Land Xopatl beschützen können. Ein paar Jahre später, 1491, stirbt Arasni beim Kampf gegen Tlochach, die Schlange der sieben Hügel. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, genau gesagt 2 Jahre, dass Aroden dann wieder Xopatl verlässt. Hatten dann wahrscheinlich eine Beziehung und er ist dann aus Xopatl weg. Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt in dem, was Aroden getan hat. Kommen wir zurück zu dem Bereich der Inneren See. Osirion 1452, wenn wir uns die Karte hier nochmal angucken, die Karte stammt in etwa von 1400. Also 1452 haben die Armeen der vier göttlichen Pharaos die Tekretanische Liga besiegt und die Herrschaft der vier göttlichen Pharaos endet und damit auch das zweite Zeitalter. Das war 1431. Aber Osirion war damals wirklich riesig, hat das komplette nördliche Garund ausgemacht, also alles, was nördlich der Berge liegt. Und dann passierte etwas. Tuvia ist in dieser Bereich hier in etwa. Und in Tuvia gab es einen Hochtheurgen, Fentet Pesu. Und der wurde ermordet. Das war der letzte osirianische Gouverneur von Tuvia. Und als das passiert ist, hat Tuvia gesagt, wir wollen mit den Osirianischen nichts mehr zu tun haben. Wir sind jetzt selbstständig.
Und dementsprechend bricht das Osironische Reich auseinander. Wir gehen, wie man vielleicht schon festgestellt hat, mal ein Stück nach Norden. Bisher ist alles, was passiert ist, primär auf Karun passiert und auf Avistan. Wir haben eben mal kurz über Numeria gesprochen. Aber das war's auch schon. Jetzt wird so langsam das interessant, was auf Avistan passiert. Auf Avistan, dem nördlichen Kontinent, ist das Jahr 1312 vor Absalom interessant. Da wird nämlich Tal'Darris geboren. Ein paar Jährchen später, ist gar nicht so viel, sind nur 17 Jahre, wird der Großprinz von Opara, einem Stadtstaat auf Avistan, tödlich verwundet. Und dieser Großprinz ernennt Tal'Darris zu seinem Nachfolger. Mit 17. Tal'Darris geht dann her mit 19. Beginnt er seinen 12 Jahre andauernden Feldzug gegen benachbarte Stadtstaaten. Also, da Länder gab es da noch nicht wirklich viel. Es gab, wie gesagt, die Orks, die Zwerge, die sich irgendwo in ihren Himmelszitadellen verschanzt hatten. Aber Länder mit wirklichen Staatsgrenzen und einer zentralen Regierung gab es so nicht. Es gab Stadtstaaten und das fing sich langsam an zu ändern, als Tal'Darris 12 Jahre lang Feldzug gegen andere Stadtstaaten führte. Und das führte dann dazu, dass im Jahre 1281 vor Absalom dieser Großprinz die Prinzipalität von Tal'Darris gründete. Also das, was heute Tal'Dor ist, das hat er gegründet. Und dann stirbt er auch im Jahre 1144 und hat dementsprechend 150 Jahre regiert, 151 Jahre regiert. Das ist schon lang, er ist auch dementsprechend recht alt geworden. Dann gehen wir wieder nach Garund, aber diesmal in den Osten von Garund. Im Jahre 1140 vor Absalom wird Geb in der osirianischen Stadt Sossis in der Hauptstadt geboren. Und ein paar Jährchen später, also genau gesagt 21 Jahre später, 1119 vor Absalom, ist er Nekromant. Und das fanden die Leute in Sossis nicht so toll und er musste aus Osirion fliehen. Irgendwann dazwischen muss auch Nex geboren worden sein, was genaues dazu habe ich nicht gefunden. Aber der hat im Jahre 986 Quantium erobert. Quantium gehörte da auch zu Osirion. Und da hat er aber jetzt mal gesagt, das ist mir. Und dann haben wir noch ein paar Jährchen dazwischen, also 57 Jahre dazwischen, dass Egeb seinen Einfluss auf die südlichste Provinz ausdehnt und Osirion, die zentrale Regierung, dann irgendwann entscheidet, ach, das, was da unten passiert, interessiert uns nicht weiter, da sind Nex und Geb, lass die das mal unter sich klären. Und das haben die dann 892 angefangen zu versuchen. Und wie man weiß, bis heute haben sie es nicht wirklich geschafft. Nex, der Magier, der sehr viel mit Arcana-Magie und mit Fleischschmieden macht und in diese Richtung, und Geb, der Nekromant, mittlerweile Geist, haben dann angefangen, Krieg zu führen. Und das nicht zu knapp. Wir springen noch ein bisschen nach vorne. Im Jahre 632 vor Absalom entkommt die Tarrasque, die größte Brut Rovagox, aus der Grube von Gormuz. Hier muss ich jetzt mal kurz was einschieben. Ich vermute mal stark, dass das sich irgendwie mal demnächst ändern wird. Ich vermute, dass sie nicht mehr Tarrasques heißen wird. Ich bin der Meinung, dass Tarrasque ein eingetragenes Warnzeichen von Wizards of the Coast ist und
dass da irgendwas geändert wird. Ist aber auch nicht so wichtig, wie das Vieh heißt. Es war auf jeden Fall noch ein bisschen größer als die erste Brut von Robagok. Und das Vieh kommt auf jeden Fall da raus. Riesig. Godzilla, größer, riesig. Reißt die Podmos-Kluft in das Weltenendgebirge. Das ist das Gebirge, was sich östlich von Taldor befindet. Geht dann mal eben so durch Taldor durch, nimmt die Hauptstadt Opara auseinander, marschiert offensichtlich durch den Obarischen Ozean, durch Osirion, über das Gebirge und vernichtet die Fliegenstadt Ko, der Shori. Weil die stürzt nämlich in den Grenzbergen ab. Die Grenzberge sind die Berge, die die Goldstraße, also das, den nördlichen Bereich von Garund vom Mangi-Becken trennen. Und da irgendwo hat dann die Brut Robagoks die fliegende Stadt der Shori erwischt und vom Himmel geholt. Das ist, wenn man so groß ist, offensichtlich nicht so schwer. Die Shori-Stadt flieht nach Osten. Die haben durch diesen Vorfall Angst bekommen. Und sind nach Osten abgedüst, mittlerweile da auf dem Kontinent Yangtze, irgendwo abgestürzt und da hat sich eine Zivilisation gebildet. Im Jahre 507 vor Absalom ist dann auch die letzte Stadt Shori, der letzte Shori-Stadt, Ulduavi, abgestürzt und zwar irgendwo im südöstlichen Garund. Das ist aber nicht ganz so gut gegangen, da sind nur Verrückte und Tote übrig geblieben. Also, das war's dann mit dem Imperium der Shori. Gehen wir mal wieder nach Norden. Und zwar ganz in den Norden. Im nordwestlichen Abistan gibt's das Land der Lindwurmkönige mittlerweile. Und das Ganze wurde begründet im Jahre 624 vor Absalom, als der ulfische Krieger Sepion am Fang allein einen Lindwurm besiegt hat und der Meinung war, wenn ich sowas Tolles kann, dann bin ich hier der Chef. Und hat sich als Lindwurmkönig bezeichnet und gesagt, ich bestimme jetzt, was hier gemacht wird. Und dann hat es nur ein paar Jährchen gedauert, 15 um genau zu sein, und dann wurde das Land der Lindwurmkönige immer größer und hat sich über Nordwest-Avistan ausgebreitet. Wurde also immer mehr, immer mehr. Und im Jahre 608 möchte Sapion am Fang sein Reich nach Süden ausweiten und hat da Armeen hingeschickt und ist dort aber auf Riesen gestoßen und den Kampf hat er und seine Armee dann verloren. Um die Riesen zu beeindrucken, um zu sagen, ah, ich bin aber doch viel toller als ihr, guck mal, hat er den Plan gehabt, den größten Lindwurm, den es gibt, Fafnir, zu töten. Und das hat nicht ganz so funktioniert, er ist dabei gestorben. Und das hat dafür gesorgt, dass das Land der Lindwurmkönige in Chaos versunken ist. Wie das immer so ist, Herrscher weg, Chaos. Hat man bei den Orks gesehen, gab es jetzt hier bei den Lindwurmkönigen. Im Jahre 473 vor Absalom hat der Lindwurmkönig Ulvas, der das Land wieder ein bisschen vereinen konnte, ist nach Arkadien gereist, also den Kontinent ganz im Westen, und hat Vallenhall gegründet und hat Lingwurm? Ich sollte mal hier jemand anders drüber gucken lassen. Und damit wurde auch die Tradition begründet, dass jeder Lindwurmkönig seine letzte Reise dorthin unternehmen muss. Ja, das hört sich sehr nach Wikinger an. Im Jahre 450 vor Absalom haben dann die Riesen von Alt-Cyrusian und Alt-Edasseril die Länder der Lindwurmkönige angegriffen. Dieses Alt-Cyrusian und Alt-Edasseril
sind ehemalige Reiche von Tassilon. Die heißen nur noch so, da war aber von Tassilon nichts mehr übrig. Da haben primär wirklich Riesen gelebt. Und die haben die Lindworm-Könige angegriffen. Und dann hat es 10 Jahre gedauert in diesem kleinen Krieg. Und dann wurden die Riesen aber endgültig geschlagen. Es gab nur noch ein paar. Und die wurden aus den Ländern der Lindworm-Könige zurückgeschlagen. Und seitdem gibt es halt die Königreiche der Lindworm-Könige. Und ja. Dann haben wir etwas sehr Wichtiges. Im Jahre 3018 vor Absalom wurde Hochhelm in der Kaiserspitze gegründet. Und wer mehr darüber wissen will, hat demnächst die Möglichkeit, weil das Buch Hochhelm gibt es demnächst auf Deutsch, kann jetzt schon vorbestellt werden, den Link habe ich gerade in den Chat gepostet. Auf Englisch ist es schon verfügbar und es ist wirklich, wirklich, wirklich genial. Also es steht so viel über die Zwerge, über die Traditionen, über den Weg der Zwerge, über Kulturen, über die einzelnen Zwergenclans drin. Also jeder Zwergenfan, und damit meine ich nicht nur Pathfinder-Spieler, sondern jeder Zwergenfan, solle sich das Buch tatsächlich zulegen. Das ist so, so genial gemacht mit allem, was irgendwie zu Zwergen passt. Also, deutliche Empfehlung. Was auch passierte im Jahre 308 vor Absalom, wurde der Stadtstaat Mzali im Mangi-Becken gegründet. Was es damit auf sich hat, kommen wir bei der nächsten Geschichte zu. Und wir kommen immer näher an das Jahr 1. Wie gesagt, Jahr 0 gibt's nicht. Was noch passierte auf dem Kontinent Abistan? Taldor, was ich mittlerweile als Imperium Königreich etabliert hat, existierte dort. Und dann hat das Imperium von Kalash, das ist ein Imperium, was auf dem Kontinent Kasmaron, der sich im Osten von Avistan befindet, ein wirklich großes Imperium, ein großes Reich, und die haben angefangen, taldanisches Gebiet zu annektieren. Die sind also immer weiter nach Westen vorgedrungen und haben dann gesagt, okay, hier sind wir jetzt und das ist jetzt unser Land. Und die sind ein paar Jahre später, im Jahre 70 vor Absalom, bis an den Obalischen Ozean vorgedrungen, sind also da an die Küste gekommen, haben sich da auch weiter niedergelassen und im Jahre 43 wurde dieses gesamte annektierte Gebiet als Provinz Kadira im Namen von Padishah Aralan dem Vierten vereinnahmt. Also es wurde gesagt, das ist jetzt die Provinz Kadira, gehört zum Kalash-Imperium. Und und Cherush wurde als erster Satrap eingesetzt, also als Verwalter sozusagen. Das ging dann ein paar Jahre gut, also 39 Jahre ging das gut. Und dann waren sowohl Taldor als auch Kadira der Meinung, sie müssten ihre Grenzen versetzen und müssten sagen, oh, unsere Grenze ist jetzt da. Und die anderen haben gesagt, unsere Grenze ist da. Dadurch haben sich die Gebiete überlappt und, wie das immer bei sowas ist, es kam zu den ersten Gefechten. Damit endet im Prinzip das Zeitalter des Schicksals, weil als nächstes kommt das Zeitalter des Aufstiegs und wir kommen in die positiven Jahre. Das wird dann wohl Oktober werden, weil, ich habe gesehen, Geschichte, machen wir demnächst. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Eine Bitte, denkt dran, am Montag geht's hier auf Lurch & Lama auch wieder mit Pathfinder weiter. Wir schauen uns die Remaster-Regeln an, schauen uns an, was sich ändert, warum sich's ändert. Haben Ulrich Alexander Schmidt von Ulysses zu Gast, der da auch schon einen tieferen Einblick hat. Und
dann gucken wir es uns entsprechend an. Ändert sich viel. Schau Montag rein. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Rein faktisch ist die Menge an Regeln, die sich ändert, relativ klein. Ob du das als viel ansiehst oder nicht, ist eine persönliche Einschätzung. Wenn man sich rein die Menge der Regeln anschaut, die sich tatsächlich ändern oder worauf es Einfluss hat, ist es nicht viel. Aber wie gesagt, da gehen wir am Montag genauer drauf ein. Macht, glaube ich, Sinn, wenn man das tatsächlich ein bisschen reflektiert tut, wenn da auch mal ein paar andere Stimmen zukommen. Und ansonsten schaut auf meinem Blog vorbei, pathfinder2.de. Wie gesagt, ich werde versuchen, eine kleine Zusammenfassung von der GenCon zu machen, wenn ich am Wochenende dazu komme. Sonst bleibt mir nur übrig, unseren Patreons zu danken.